Henrik Koch, 2:0 haben wir in der ersten Runde des Westfalenpokals jetzt hier bei Herringhausen-Eickum gewonnen. Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, die Gegner haben uns sehr schwer gemacht, die haben es sehr gut gemacht. Da geht ein Lob an den Gegner auf jeden Fall raus, die haben das sehr gut gemacht. Wir haben dann 2 Tore gemacht. Wir hätten es natürlich besser machen können, aber dennoch gewonnen und in der nächsten Runde, das zählt. Dir ist heute etwas Historisches gelungen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Du bist jetzt der jüngste Torschütze von Arminia Bielefeld, der jemals in einem Pflichtspiel getroffen hat. Hast du da vorher schon mal drüber nachgedacht? Nee, habe ich vorher tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, aber das freut mich natürlich sehr, da der Jüngste zu sein. Ist es für dich gerade ein besonderer Moment, mal für unsere Profis zu treffen? Ja, natürlich. Seitdem ich klein bin, spiele ich hier und jetzt mein erstes Profitor zu machen, ist natürlich ein besonderer Moment. Fabian Kloß, der ist 35, der ist 19 Jahre älter als du, der hat ja das Ding aufgelegt, danach habt ihr noch kurz geschnackt, was erzählt man sich dann so? Ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass ausgerechnet er mir das vorgelegt hat, seitdem ich klein bin, gucke ich ihm im Stadion zu und dass er mir jetzt einen auflegt, freut mich natürlich sehr. Jetzt geht's in der nächsten Runde weiter, du hast am Samstag in Dresden gespielt, du hast jetzt hier von Anfang an im Westfalenpokal gespielt, bist du gerade ganz zufrieden mit dir? Ja, ich freue mich natürlich, dass ich immer hier der Mannschaft helfen kann und ich versuche immer mein Bestes zu geben, deswegen natürlich freut man sich immer, wenn man spielt. Dabei drücken wir dir weiterhin die Daumen, danke Henrik. Gerne.